So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Quatsch. So, mein Test, mein Klon 5. Also nicht Folge 5, sondern mein Klon 5. Folge 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwie so, keine Ahnung. Sollte passen. Okay. So, ab hier soll es ja jetzt eins höher werden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den Übergang mache. Aber ich bin angetan von der Idee, dass wir die Etagen auf verschiedene Höhen haben. Und dann halt so einen, ja, Übergang halt haben, ne? Von der Idee bin ich schon ein bisschen angetan. Ist doch was Neues für mich tatsächlich. Habe ich noch so noch nie gebaut. Ich hoffe, es wird nicht in einer absoluten Katastrophe enden. So. Was? Ich dachte, die reichen voll aus. Pustekuchen am Arsch, die Räuber. We need more stone. Stone. Haben wir aber keinen mehr. Ja, Sakrileg. Wie viel brauchen wir denn noch? Ja, ein Feld. 36 brauchen wir noch. Okay. Brauchen wir ein bisschen Kohle. 36, sagt er. Weißt du was? 36 machen wir einfach 40. So. Dann passt das. Das hier könnten wir. Stimmt, den bräuchten wir ja eigentlich dann auch noch mehr. So, dann nehme ich gleich mal hier 20 von ab. Bleiben wir den eh übrig. Und mit den 20 mache ich dann noch. Das reicht nie im Leben. Weil es muss ja hier einmal drum herum reichen, ne? Gut, ich meine, hier müssen wir nicht bauen, weil man das hier nicht sieht an der Stelle. Und wenn wir clever sind, könnten wir doch die hier verdecken. Ja, komm, machen wir auch. Machen wir hier lieber noch ein bisschen Erde ran. Brauchen wir auch die Holzdinger hier hinten nicht. Erde. Wenig sein, keine Ahnung, wahrscheinlich auch nicht. Na, nee, dürfte 30 erreichen. Ja, reicht. Okay. So, ab hier sieht man es wieder, das heißt, hier müssen wir uns einmal verbauen. So. Genau. So, die Frage, die Sache ist, ich würde gerne hier den Aufgang machen. Das heißt, hier kommt eine solide Wand rein. Ach man, dass hier das nicht mit dem Shift-Klicken funktioniert, dass das automatisch reinpackt. Der ist natürlich ein bisschen traurig. Ne, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mindestens 2x36. Jetzt bin ich gerade ein bisschen dumm. Wie viel fehlen denn noch? Ein paar. So ungefähr. So, und dennoch für die mittlere, da kommt die Tür rein. Das heißt, ich würde gerne, ja, keine Ahnung, wie brauche ich das denn? Okay, komm, wir bauen erstmal die äußeren beiden Wände, wie wir das mittlere Ding mit der Tür machen. Gucken wir dann, wenn es soweit ist.
Und ich realisiere gerade, wir brauchen ja hier 7 hoch. Weil ja von hier auch 6 sein sollen. Also brauchen wir hier doch ein paar mehr. Ja, passt doch. Nee. Nichts verschwenden hier. Sachen, die man nicht sieht, werden auch nicht gebaut. Das Haus verbraucht so schon zu viele Ressourcen. Viel zu viele. Und wir werden hier gleich sterben, wenn wir hier runterfallen. Also springen wir lieber. So, das war voll intelligent. Ja, das war's. So. Brauchen wir noch 24 oder so? Ne, 12. Egal, brauche ich noch mehr. Für die Zwischenwand denn. Also hier, das Ding. So. Ja, jetzt wird's spaßig. Wie machen wir das hier? Ich würde also auf jeden Fall erstmal einen Rahmen drumherum, auf jeden Fall. Das macht soweit Sinn. Hieronymo! So, das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Jetzt die Frage. Hier kommt das. Hier hätte ich gerne so eine Treppe. Oder noch besser, wir machen da so Slabs. Hier fehlen auch noch ein paar. Ach ja, die haben wir. Stimmt ja. Haben wir in den Ofen getan. Das Problem ist. Aber kurz, da brauchen wir doch noch mehr. Weil für die Slabs brauchen wir wieder mindestens. Ah ne, brauchen wir plus 3. Ah, mal gucken. Ja, reicht gerade so nicht aus. Ah, nee, doch, recht. Bleibt einer übrig. Sehr schön. So. Schwupps. Dann haben wir hier 6 Stück von. Diese 6 Stück können wir genau verwenden, um davon 2 so zu machen. Voilà! Haben wir richtig schön Aufgang. Ja, was ich hier mache, weiß ich noch gar nicht, ob ich das so offen lasse. Dann hätten wir quasi, wenn wir jetzt das mal so weiter überlegen, hätten wir das hier quasi so als Art Flur. Das heißt, dann machen wir hier die Haustür. Da kommt man hier so rein, hat man hier so 2 Zimmer, zum Beispiel auch die Küche und das Bad oder sowas, keine Ahnung. Hat man hier halt den großen Haupt, ne, das Atelier oder wie auch immer man das nennen möchte. Dann muss man sich nur überlegen, wo man einen Aufwand zur oberen Etage macht. Und dann bei der oberen Etage hat man so eine ähnliche Strukturierung, ne? Das wäre doch. Es sieht schon geil aus, muss man schon sagen. Und jetzt so, wenn man so alles mit einmal sieht, ist die Höhe auch tatsächlich doch gar nicht so falsch. Ist sogar extrem geil. Vor allen Dingen, weil es hier halt noch untergeht, ne? Oh, okay, doch. Das wirkt definitiv besser, noch besser als geplant. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze fertig baue. Ist es gerade eher so Trial and Error? Error. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die Wände hier so durchgehen lasse. Jetzt erstmal ja, aber vielleicht mache ich ja noch ein bisschen was dekorativ oder so. Ja, ist doch geil. Gut, dann muss ich erstmal hier auch die Wände hochziehen, damit ich endlich mal umziehen kann. Damit ich nicht mal draußen hier bei Nacht und Nebel schlafen muss. Das Schlafzimmer würde ich dann aber eigentlich auch gerne oben mit hinpacken. Hier unten hätte ich das eigentlich nicht so gerne. Ich meine, wir können den ganzen Scheiß erstmal temporär in die Küche klatschen. Das wäre gar kein so großes Problem. Weil letztendlich schlafen wir dann gerne schon in der oberen Etage. Ich denke mal, das macht Sinn. Einfach auch vom Gefühl her. Weil da könnte ich nämlich mein Schlafbett.
in den Glasraum packen. Den werde ich immer schön von der Sonne geweckt. Das kann man ja schon, ne, so in Real-Life-Manier. Wäre das schon geil. Was macht das Schwein eigentlich die ganze Zeit, sag mal? Du kannst hier nicht grasen, das ist Stein, du kannst nur steinen. Ja, komm, ich ziehe erstmal die Holzwand hoch. Vielleicht kriegt man noch gleich noch ein paar Fenster rein. Bei den Auswänden. So, da haben wir noch ein bisschen Holz. Glas haben wir keins mehr. Doch, haben wir. Da haben wir noch ein paar. Und ansonsten haben wir hier aber nur noch vier Stück. Das ist natürlich dezent zu wenig. Also, ist jetzt natürlich hier irgendwo was drin. Nö. Okay. Dann, ich pack. Nee, doch. Ja, komm. So, daraus werden 8 Stück. Dann hätten wir 12 Glas. Das reicht genau für 32 Scheiben. Passt doch. Ja, das ist doch genial. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Wenn wir warten, dann. So eine große Auswahl. Ja, ich habe mir hier. Ja, nur gefehlt. Aber so eine Box mit so ganz vielen Sachen drin. Ne? Jetzt so für die ganzen Let's Player, so alles wird raus. Zu Ostern haben wir uns das mal gegönnt. Ne, für den Fall, dass das Video super asynchron, also von der Zeit her. Also ich nehme das Video jetzt gerade am Dienstag auf, also direkt nach Ostermontag. Heißt der Feiertag so? Keine Ahnung. Ja, mal gucken, wann es denn bei euch, für euch bei YouTube irgendwann kommt. Keine Ahnung. Oh, er ist fertig. Gut, dann wird's wohl nichts naschen. Okay, let's go. So, da haben wir jetzt 5 mal Glas. Da, achso, halt, ich brauche noch hier den. So. Alter, dieser Schaf geht mir halt so dermaßen auf den Penis. So. Okay, genau, Holz haben wir. Let's go. Das heißt, wir machen hier erstmal eine durchgehende. Dann auf jeden Fall noch eine durchgehende, ja. Und schon komme ich nicht mehr hoch. Ist aber kein Problem, genau deswegen habe ich ja die Erde mitgenommen. Dann können wir uns hier so schön. Was tue ich hier gerade? Sieht irgendwie stylisch aus. Lol. Besser geworden, als ich dachte. Schön. Ja, was jetzt? Genau. Ich bin raus. Genau, hier können wir. Wenn wir hier so stehen. Genau, ra direkt rausgucken will ich nicht. Will ich denn auf der Höhe so das Fenster haben? Oder ist mir das auch noch zu tief? Ich schätze mal, es ist mir auch fast noch ein bisschen zu tief. Ich mach mal. Das Problem ist halt, ich kann auch nicht so viel rumprobieren, weil man ja Glas nicht mehr abbauen kann. Aber ich kann ja ohne Glas probieren. So, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier so mache, ja, das war so und so. Ich glaube, so kann man das machen, oder? Ist das Glas schön hoch? Wobei ich dann lieber einfach so mache. Ja, doch, so macht das mehr Sinn. Genau. Ja, genau. Ja, so machen wir das. Genau, perfekt, perfekt. Okay, let's go. So, dann ziehen wir hier mal hier hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 2, 3, 4, 5, 6. Bin schon wieder am Sterben hier, kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. So. Dann brauchen wir jetzt noch das ganze Holz hochziehen. Dankeschön. So.
wir brauchen. Ne, wir haben noch alles, was wir brauchen. Ja. Gut, dann packen wir noch ein bisschen was zu essen ein. Achso, wir können ja auch mal hier noch ein paar Brote machen, ne? Mal dankt. So. Achso, wir haben jetzt sogar noch Gammelfleisch. Warum sagt mir das denn keiner? Wir haben noch so viel Gammelfleisch. Oh, schon wieder dunkel. Alter, guckt es nicht. Ah, mach hin. So, wird schon dunkel. Wir müssen anhalten, bevor sie ins Bett gehen. Warum? Ich will so ins Bett springen. Und jetzt. Der Körper! Ja. Was? So, los! Geh doch! Wer macht hier so eine Sauerei? Ich glaub's ja! Sieht ja aus wie bei mir hier, ja, bei mir. So, habt ihr hier noch so gleich Fleisch weg? Passt doch. Holz, genau. Wir brauchen das da. Achso, und wir können jetzt hier das Glas einsetzen. Glas haben wir 836? Ne, 38 doch. So. Ja, genau, sieht gut aus. Ja, komm. Mach, du schaffst das! Campatrayo! Nein! Dort gibt es doch gar nicht. So. Ach, aber mehr ist genug. Sehr schön. Hallo? Ach, das in diesem Kackmenü, dieses Shift-Klick nicht funktioniert, ja? Das bringt mich so aus dem Konzept. Jedes Mal ist die gleiche Kacke hier am Kacken. Ups, was ist das? Da. Da. Bei der Tür machen wir nochmal eine normale Eingangstür. Meinetwegen auch so eine doppelte oder so. I don't know, like I don't care. Hey, weg da, du. Dich sehen wir nie wieder. Tschüss. So, das heißt, ja, das war genau das, was ich wollte. Obwohl, doch, ist eigentlich gar nicht mal so falsch. So, ungefähr so. Ja, genau, da kann man hier so schön rein und dann, boom. Alter, können die mal hier alle aufhören, mal so viel Lärm zu machen? Dafür ist der bekloppt, wirst du da, ja. Da hat gerade schon der Hund ist es jetzt gleich weg. Wirklich ein cooles Feature, ne? Wenn so Fleisch rumliegt, dass dann irgendwelche Raubtiere hingehen und diese Fleisch-Items verschwinden. Dass sie es quasi aufessen, wäre gar nicht mal so schlecht. Na, ich glaube, von der Idee muss ich mal ein paar Leute überzeugen. Die Leute, die die Macht haben. Die Admins der Matrix. Na, schon wieder Fleisch. Schon wieder Holz leer. Und schon wieder wollte ich Shift klicken. Ich krieg die Krise. Ich habe das Fenster vergessen. Gut, das Fenster kommt auf die Höhe. Machen wir hier gleiche, weil der eine Raum ist die Küche, der andere Raum ist,
Obwohl, bei der Küche könnte man eigentlich größere Fenster einbauen, ne? Weil da soll ja das Bad hin. Beim Bad soll ja nicht direkt Sichtachse sein. Aus naheliegenden Gründen. Außer vielleicht, wir haben Damenbesuch. Dann kann man sowas machen. Aber, ja. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Danke. So, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, Damenbesuch und so. Perfekt. Was? Genau, aber bei der Küche, da kann man das ja machen. Da kann man ja größere Fenster einbauen. Das heißt, da können wir mal gucken, ob wir das Ganze nicht doch hier. Habe ich keine Axt dabei? Doch, habe ich. So, mache ich das Ding hier mal drei hoch. So. Voilà. Sehr schön. So. Ich hoffe, die Geräusche von draußen sind nicht zu laut mit dem neuen Mikrofon. Wenn da so ein LKW dran vorbeifährt, ja, also hier Euro Truck Simulator in Real Life spielt. Nicht, dass es euch die Ohren wegbügelt. Das wollen wir ja nicht hier. Das wollen wir ja nicht. Oh, Alter, dieses Treffen hier. Gerade, guck mal, du siehst diese Linie, diese untere, die schwarze Linie, die siehst du so halt nicht mal. Das ist mit dem Anvisieren so bekloppt, beknackt, behindert. Arschficken Scheiße. So. Passt doch. Am besten mache ich hier gleich mal zwei Türen hin. Am besten mache ich hier gleich mal so Dinger hin. Was mache ich hier hin? Mache ich hier so Steine hin? Wenn ja, dann müsste ich die ja hier. Was? Man kann die nicht. Kann man die nicht rekombinieren? Ernsthaft? Was ist denn das für ein Dreck? Hallo, rekombinieren for life, Digga. Was geht denn hier ab? Wo sind die überhaupt? Da. Nein, da. Ja, nee, man kann die nur. Wow, also rekombinieren gibt's hier gar nicht. Gut, dann mache ich einfach so hier. Tada, fertig. Passt doch. Ja. War nicht geplant, aber trotzdem cool. So, Türen. Wir brauchen zwei Türen. Oder können wir endlich anfangen, den Stuff umzuziehen? Hä? Ja, Suspekt. Manchmal, wenn man mit der Maus auf so einen Berg rauf guckt, dann denkt das Spiel irgendwie, man ist in einer Höhle und deaktiviert den Himmel. Das ist so irgendwie nicht so ganz so fehlerfrei, das mit dem Himmel. Wenn der sichtbar ist und wenn er nicht sichtbar ist. Na, da muss man noch ein bisschen Nacharbeit leisten. Wieso habe ich so viele Stöcker? Ach ja, durch die ganzen Bäume fällen. Was wollte ich jetzt gerade machen? Was wollte ich gerade machen? Türen, genau, Türen, Türen, Türen. Türen. Brr, brr. Ah, ich krieg gleich wieder drei Stück. Genau so viele, wie ich nicht brauche. Können wir vielleicht noch ein paar mehr Türen machen? Was mal gucken. Wir brauchen fürs Bad und für die Küche. Also für die Küche will ich keine Tür nehmen. Aber fürs Bad könnte man durchaus eine Tür nehmen. Jetzt ist die Frage bei der oberen Etage. Machen da Türen Sinn? Ich glaube mal, da machen wir uns später Gedanken drüber. Und wir haben erstmal drei Türen. Das reicht sogar genau für zwei Eingangstüren plus die Badtür. Das ist also ideal korrekt. Mache ich die nach innen. Also so hier. Ja, ne? Sieht besser aus. Gucken die hier so ein bisschen vor, ist aber in keinster Weise schlimm. Aber das sieht halt von außen vor allen Dingen optisch besser aus. Ja, doch, das sieht bei weitem besser aus. Krass, korrekt. Machen wir so. So, genau, hier kommt jetzt Bart hin.
Was mir gerade einfällt, wir könnten ja hier Bad und Treppe nach oben in das Feld kombinieren, weil so groß muss das Bad nicht sein. Ich weiß sowieso nicht, wie wir hier ein Bad realisieren wollen. Hier gibt es ja kein Home-Dekor. Also von daher wird Bad realisieren daraus bestehen, dass wir hier vielleicht so eine kleine Pfütze, also so einen Wasserblock hinmachen. Ey, wir sind in der Steinzeit, ja. Da kann man mit sowas, kann man machen, okay. Mir fällt so ein bisschen nichts Besseres ein. Ja, bin noch ein bisschen unschlüssig, wie wir das hier am besten designtechnisch machen. Auf jeden Fall, das hier muss erstmal raus. Wir haben noch 10 Gläser. Sind wir echt gut hingekommen, ne? Okay. So, das heißt, jetzt nehme ich die Frage. Na da, was ist hier los? Das hier kommt mal weg. Ach. Schon habe ich keine dabei. Schade. Die Frage, das Ding nach oben, was wir jetzt denn noch, also die Treppe nach oben. Machen wir da eine klassische Treppe, die einfach gerade hoch geht oder die so gewendet hoch geht, weil die relativ wenig Platz ist? Oder machen wir einfach eine Leiter nach oben, was garantiert super langweilig aussehen würde? Weißt du was? Ich baue mal etwas, was ich früher, glaube ich, schon einigermaßen erfolgreich hinbekommen habe. Wir brauchen mehr Treppen, wir brauchen Treppen, wir brauchen... Oh, wow. Weißt du was? Komm, wir nehmen erstmal die ganze Scheiße hier mit und packen die in die Küche. Ja, die Kisten gleich. Weißt du was? Juhu. Der Weg war mir einfach zu lang, sorry. So, das Bett packen wir erstmal hier mit rein. Irgendwie so, keine Ahnung. So, die Herddinger hätte ich gerne hier so an der Wand. Nee, ne? Ich glaube mal hier mit so Blick zum Fenster ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ist auch gut. So, dann können wir nämlich ja, keine Ahnung. Wo packen wir die Kisten hin? Wir können die Kisten. Wo haben wir eigentlich unsere Werkbank? Die Werkbank haben wir da. So, die packen wir dahin. Ich baue mal noch ein paar Kisten. Wir brauchen sowieso noch ein paar Kisten. Anders kriegen wir unser Stuff ja gar nicht bewegt. Ich baue mal noch ein paar Kisten. So, haben wir 4 Kisten. Die sollten jetzt mal reichen. Die andere Kiste werden ja auch noch frei. So, hier haben wir denn so. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, nein, nee, da geht's nicht weiter, Mädel. Ja, weiter. Ja. Oh, ich bin auf dem Pferd. Oh, ich bin runter vom Pferd. Oh, ich bin auf dem Pferd. Oh, ich bin. Ey, wow, die Pferde können mich abschmeißen. Wie geil ist das denn? La, höher Pferd. Höher Pferd, höher. Hier, 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 hier. Hier doch.
Was wollte ich? Genau, das und dann wollte ich das. Genau. So, können wir nämlich hiermit so eine designlichen Podeste bauen. Geht das Ding. Ja, auf geht's trotzdem noch. Sehr schön. Können wir nämlich die anderen Kisten hier so raufstellen. Verstehst du, wie ich meine? So, erstmal müssen wir erstmal hier. Okay, ich muss erstmal alles in die Kisten, damit ich die anderen Kisten leer bekomme. Sortieren können wir denn, sobald alle vier Kisten da sind. So, ich glaube, die ganzen Kisten, das Inventar der Kisten passt gar nicht bei uns in unser Inventar rein. Müssen wir so, also öfters mal laufen. Ah, okay, die kostet auf jeden Fall. Das passt locker. Nice. So, da sind sie. Da ist er. Möchte. Perfekt. So, da würde ich jetzt mal ein bisschen sortieren. Das heißt, machen wir eine extra Holzkiste. Ich glaube mal, früher oder später ja. Und zwar hier hinten denn hin. Aber jetzt erstmal machen wir Holz und alles. Also alles, was Blöcke ist, hier rein. Und der ganze kleine Radatsch kommt dann raus. So ungefähr. Müssen wir uns jetzt überlegen. Warte mal ganz kurz. Das heißt, wir haben denn hier unsere Werkstoffkiste. Dann brauchen wir wieder oben noch eine Kiste. Weil die Kiste, die zwei Kisten, die wir draußen haben, das sind dann ja die beiden Kisten, die dann später hier hinkommen sollen. Das heißt, wir brauchen sowieso noch zwei Kisten. Also kann ich die jetzt hier gleich hier hinstellen. Dann haben wir das hier schon mal als Krimskramskiste, was eigentlich auch dämlich ist. Eigentlich sollten wir hier oben die beiden Werkstoffkisten bauen. Und dann hier einmal also, na, wisst ihr schon, hier Geröll und Gedingsgedöns, dann einmal Holz, dann hier die ganzen Mineralien und hier das ganze Gerümpel. Ich mache ja aber erstmal Feierabend hier. Und dann machen wir jetzt noch mal direkt wieder Vollenpause. Genau. Jo, dann bis zur nächsten und vielleicht auch für heute erstmal letzte Folge. Ja, doch für heute letzte Folge. Bis dann.